Vor 1,5 Jahren bin ich nach Berlin gezogen und habe neue Projekte gestartet, an welchen ich von überall aus arbeiten kann. Und darum nehme ich euch die nächsten 3 Monate mit auf eine Reise, in der wir Tutorials und Vlogs an den verschiedensten Orten der Welt erstellen werden. Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe mich hier schon mal auf den Rooftop gesneakt und ihr seht, wir sind am Meer auf der griechischen Insel Mykonos. Letztes Jahr waren wir auf Milos, da bin ich das erste Mal FPV-Drohne geflogen und die Reise geht jetzt definitiv weiter. Wir haben einige Ziele geplant für die Reise, aber es wird vieles spontan passieren, weil 2 Flüge haben wir gebucht nach Mykonos und noch einen woanders hin und der zweite eben wurde schon gecancelt, also ja. Alles wird spontan und spannend. Mal schauen, wo es uns als nächstes hintreibt. Meine Freundin will auf jeden Fall FPV-Drohne lernen, fliegen lernen und ich glaube, das wird so die erste große Challenge. Aber jetzt genießen wir erstmal den ersten Abend in Mykonos. Wir haben ein Hotel für die nächsten Tage, heute Abend ein Abendessen organisiert und alles andere passiert so, wie es passieren soll. Als erstes war es wichtig, für die nächsten Wochen eine Routine zu finden. Wir wollten neue Orte erkunden und trotzdem Zeit haben, produktiv Videos zu schneiden und Bilder bearbeiten zu können. Darum beginnt der Tag mit einem Workout, um aktiv aufzuwachen. Danach kurz kalt duschen und dann kommt das Frühstück. Die meisten Bäckereien auf Mykonos sind gleichzeitig Konditoreien. Für uns ist ein griechisches Frühstück im Hotel trotzdem die beste Lösung. In der nächsten Stunde beantworte ich dann noch Mails, bevor wir die Insel erkunden. Abends sind wir meistens was essen und die letzten Stunden des Tages nochmal am Editen. Wir haben für die nächsten Tage das Hotel gewechselt und es ist richtig windig geworden und die nächsten Tage bleibt es auch so. Und ich bin hier gerade in den Poolbereich reingekommen und schaut euch das mal kurz an. Wie perfekt bietet sich das bitte an, um mit der FPV-Drohne durchzufliegen? Und das ist noch nicht alles. Hier könnte man einfach weiter durchfliegen und dann gibt es noch einige coole Optionen dort hinten. Und durch die Poolbar muss ich euch zeigen, das ist die Poolbar und wie perfekt würde es sich bitte anbieten, da durchzufliegen. Chris hält hier auch den ganzen Tag Stellung und vor allem auch hier lauter Lücken, wo man ohne Probleme durchfliegen könnte. Heute ist es noch sehr, sehr windig, aber ich will unbedingt jetzt mal probieren, den FPV Cinewhoop zu fliegen, weil diese Location bietet sich halt mega dafür an und ich bin es ja schon gewohnt, so zwischen 2 Palmen hier durchzufliegen, auch wenn es nicht immer so gut geht. Ich würde sagen, ich bereite jetzt gleich mal alles vor und dann schauen wir mal, ob der Cinewhoop dem Wind standhält. Ey, es ist perfekt. Also der Wind ist noch da, aber der Pool ist gerade komplett leer und die Sonne geht unter. Wir haben also gute Voraussetzungen. Let's go! Er ist schon sehr wackelig in der Luft, aber ich will es auf jeden Fall probieren, da hinten mal durchzufliegen. Okay, das wird ultra tricky. Ich zeige euch mal unstabilisiert, wie wackelig er gerade in der Luft liegt. Boah, das wird hart. Wir kriegen es hin, wir kriegen es irgendwie hin, da durchzufliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yo, 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 yo. Yo, wir haben es geschafft. Das Coole an der GoTo ist, ich kann die Aufnahmen gleich hier am Handy anschauen und ich würde sagen, wir zeigen Chris, unserem Barkeeper, mal, was wir so geschafft haben. Have a look. Now, yes. From 0 to 10, how many points? It's 8. 8 is a good start. Okay, we can work with it. Forever and a day is you and me, and they can replicate this. Das war auch schon der letzte Tag hier auf Mykonos. Es war cool, Santorini und Milos bleiben weiterhin meine Favoriten, definitiv. Aber ich werde diese Location hier auf jeden Fall vermissen. Es war wirklich ein Traum, jeden Morgen aufzustehen und am Pool zu arbeiten. Aber die Reise fängt ja gerade erst an. Es geht weiter nach Paros, morgen mit der Fähre und dort wird uns auch einiges erwarten. Wir waren gerade noch da unten auf der Straße und haben dann diese Landschaft hier gesehen. Hinter diesem Felsen geht es nochmal viel weiter, viel höher und ich glaube, das ist eine der coolsten Landschaften hier in Paros. Ich habe meine Drohne mit dabei und wir versuchen jetzt irgendwie ganz hoch zu kommen.
Alles klar, das war unerwartet. Props an die Schuhe. Heute ist es leider mega bewölkt, aber ich habe hier gleich noch einen kleinen Spot für 2 Minuten, in denen die Sonne rausscheint. Und da versuchen wir jetzt mal noch ein paar coole Drohnenaufnahmen zu bekommen. Glaubst du, du kriegst es hin? Ich habe nur 2 dabei und die müssen noch ein paar Monate halten. Ja gut, dann kann ich ja eine kaputt machen. Ja, perfekt. Mit der Einstellung wird es safe super laufen. Es ist soweit. Wir haben gute Bedingungen draußen. Der Wind ist nicht zu stark. Und das hier ist der FPV-Copter, der Cinewope, den ich dir heute anvertraue. Und wir machen das in folgenden Schritten. Ich werde dir jetzt gleich mal erklären, mit welchen Controls du hier diesen Cinewope steuern kannst. Dann üben wir das Ganze im Simulator. Und dann gehen wir raus, weil direkt neben unserem Hotel ist eine freie Fläche, auf der man das super testen kann. Überall außenrum ist zwar mehr, aber... Kleiner Blick jetzt mehr rein. Ja, wir kriegen das schon hin. Genau, und jetzt gehe ich ein bisschen nach vorne. Okay. Ich fliege! Nach vorne, geh nach vorne. Ja, aber, und nicht ein bisschen nach hinten wieder, ein bisschen nach hinten. Bisschen nach hinten. Was war das? Das war eine Roll, also das war die war nicht schlecht. Die war halt wahrscheinlich ungewollt. Vielleicht noch ein bisschen mehr Gas oder ein bisschen weniger, so dass du halt da durchkommst. Ja, jo! Aber krass, du bist schon da hingekommen. Wir machen das gerade seit 10 Minuten. Yay. Jo, jo, jo. Okay, dann unten. Sie wäre abgestürzt. Sonst. Ich lebe noch. Du bist noch in der Luft, sie wäre abgestürzt. Okay, wir haben jetzt einige Zeit geübt. Du kannst schon mal Kurven fliegen und du schaffst es beim Start hier durch dieses Tor durchzufliegen. Es sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich glaube, ich muss noch stark eingreifen, aber... Stark eingreifen, ja? Ja, aber wir können mal schauen, wie du es schaffst, da jetzt so ein bisschen rumzufliegen. Okay, let's go, wir versuchen es zum ersten Mal. Drück mir die Daumen und Nick, sorry, schon mal jetzt. Gott, das ist halt so ungewohnt, weil ich nicht weiß, wo die ist. Ich höre sie, aber ich... Ist sie schon in der Luft? Nein. Ach so! Du siehst doch das Bild. Ach so. Das ist... Du bist die Drohne. Okay. Flieg doch mehr hoch! Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, ja. Was ist passiert? Okay, warte, gib kein Gas. Okay, Versuch Nummer 2. Ja, gut, gut, gut. Okay, okay, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Ich hab Angst. Wie? Oh Gott, die fliegt, die fliegt, die fliegt. Die ist auf dem Boden. Habe ich die kaputt gemacht? Nein, ich musste ausmachen, weil die ist komplett nach links zum Meer geflogen. Also das ist gar nicht meine Schuld. Nee, lass mal sehen. Haben wir hier noch Bild? Ah, sie liegt sogar richtig. Ist sie kaputt gegangen? Nee. Oh, die ist in einem Busch drin, schau mal. Ah, da drüben ist sie. Oh mein Gott, okay. Sie ist an. Und schaut gut aus. Ich steck sie direkt mal aus, das ist das Wichtigste. Ey, sie schaut wirklich noch gut aus. Die Propeller sind ganz, nur den Akku kann ich wegschmeißen. Also den darf ich nie im Leben so im Flugzeug transportieren. Schau mal, was ich hier habe. Ich nehme an, die Drohne. Und die ist tatsächlich noch ganz. Das heißt hier tatsächlich. Nur den Akku kann ich wegwerfen. Echt jetzt? Ja. Nein! Doch. Warum? Weil der hier einfach eine riesen Delle hat und dann kann man nie wieder vorhersehen, was da mit dem jetzt passiert. Okay, die ersten Versuche hier waren jetzt noch nicht wirklich was. Aber ich muss sagen, der Fortschritt im Simulator war echt gut und ich glaube, für die Zukunft ist das ein ziemlich cooles Thema und wir werden es weiter verfolgen. Wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Und wie bewertet ihr ihre Leistung so? Also ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es im Simulator so gut geklappt hat. Und ja, nächste Woche geht unser Flug in die Dominikanische Republik. Das bedeutet, wir fliegen 30 Stunden hier von Paros aus. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, das Video zu liken und die Glocke zu aktivieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, meine Drohnen bleiben bis dahin ganz. Bis dahin. Ciao.